Brandl für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Den ersten Innenhaushalt, den wir in dieser Legislaturperiode hier beraten haben, 2014, der hatte ein Volumen von 5,9 Milliarden Euro. Wir beraten heute den letzten Haushalt für diese Legislaturperiode und er hat ein Volumen von 8,9 Milliarden Euro. Es ist eine Steigerung von über 50% in 4 Jahren. Und diese Steigerung war notwendig aufgrund der veränderten Sicherheits- und Migrationslage. Diese Steigerung war aber nur möglich, weil diese Koalition entschlossen war, auf diese Herausforderungen zu reagieren, um massiv in den Ausbau der inneren Sicherheit und in Integrationsmaßnahmen zu investieren. Aber diese Steigerung war auch nur möglich, weil wir an 2 entscheidenden Stellen 2 Männer der Union sitzen haben, denen die innere Sicherheit ein Herzensanliegen ist. Es ist erstens im Innenministerium Thomas de Maizière und es ist zweitens im Finanzministerium Wolfgang Schäuble. Und insbesondere die Bundespolizei wird sich noch Jahrzehnte an die de Maizière-Schäuble-Pakete zurückerinnern. Sie wird sich zurückerinnern an die 5 Jahre, in denen sie um 20% aufgewachsen ist. Und meine Damen und Herren, einen Teil von diesen insgesamt 7.500 Stellen, nämlich genau 1.970, beschließen wir heute mit diesem Haushalt. Und auf diese Stellen werden in den kommenden Monaten junge Polizistinnen und Polizisten eingestellt. Die werden dann 3 Jahre ausgebildet und sind dann 35 Jahre, 40 Jahre oder vielleicht sogar noch länger im Dienst. Und an dem Punkt sieht man auch, um was es uns geht. Nicht um den kurzfristigen Effekt mit Blick auf nächstes Jahr, sondern wir sind davon überzeugt als CDU-CSU, dass wir in dieser unsicher werdenden Welt langfristig mehr für die Sicherheit unserer Bürgerinnen und Bürger investieren müssen. Und das tun wir mit den Beschlüssen heute in diesem Haushalt. Und dass es einen Unterschied macht, wer in Deutschland regiert, das sieht man vor allem an dem, was wir nicht beschlossen haben, was auch zur Abstimmung vorlag. Und ich habe deswegen 2 Anträge mal dabei von der Opposition. Antrag AG Haushalt, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen vom 20.09.2016, Bundesamt für Verfassungsschutz, minus 64 Millionen Euro, Rücknahme des Mittelaufwuchses. Antrag der AG Haushalt der Fraktion Die Linke, ebenfalls 20.09.2016, Bundesamt für Verfassungsschutz, minus 119 Millionen Euro. Damit soll der Rückbau des Bundesamtes eingeleitet werden. Meine Damen und Herren, weil wir regieren, steht an dieser Stelle nicht Minus, sondern Plus. Plus 88 Millionen Euro. Und ich kann Ihnen auch sagen, warum. Weil wir in dieser Zeit, in der wir die Entwicklung sehen, des islamistischen Terrorismus, in der Vergangenheit, aber auch absehbar in der Zukunft, mehr in die Kapazitäten des Verfassungsschutzes investieren müssen und wir keinen Rückbau dieser Kapazitäten brauchen. Denn ohne die fleißige Arbeit und das Gespür der Mitarbeiter des Bundesamts für Verfassungsschutz wäre es zum Beispiel Anfang Oktober nicht gelungen, in Chemnitz den Bombenbauer Jaber al-Bakri zu identifizieren. Und wenn er nicht identifiziert worden wäre und wenn der Anschlag in Berlin hier tatsächlich stattgefunden hätte, dann hätten wir heute eine ganz andere Diskussion. Aber diese politische Diskussion danach hätte den Anschlag dann nicht verhindert. Und deswegen investieren wir vorher und nicht nur heute, sondern schon die ganze Legislaturperiode strategisch in die Aufrüstung, in die Stärke unserer Sicherheitsbehörden, meine Damen und Herren. Und das ist Politik der CDU-CSU mit ihren beiden Ministern. Aber wir nehmen mit diesem Haushalt auch die Herausforderungen an, die uns im Zusammenhang mit der großen Anzahl an Flüchtlingen gestellt worden ist. Alleine für den Bereich der Integrationskurse stehen in diesem Haushalt 610 Millionen Euro bereit. Wir erhöhen die Mittel für die Migrationsberatung. Wir stellen jetzt neu 40 Millionen Euro bereit für Erstorientierungsangebote
für Asylbewerber mit unklarer Bleibeperspektive. Aber, meine Damen und Herren, wir stellen auch 40 Millionen Euro bereit für ein Anreizprogramm zur freiwilligen Ausreise. Wenn ein Asylbewerber erkennt, dass er hier in Deutschland keine langfristige Bleibeperspektive hat, dann wollen wir ihm mit diesen Mitteln den Neustart in seiner Heimat erleichtern. Und unterschätzen Sie den Effekt nicht. Wir haben in diesem Jahr ungefähr oder in den ersten 9 Monaten dieses Jahres etwa 20.000 Abschiebungen in Deutschland gesehen. Wir haben aber 50.000 freiwillige Ausreisen. Und an diesem Punkt setzen wir an und erhöhen den Anreiz. Meine Damen und Herren, wir haben im vergangenen Jahr aber auch gesehen, wenn der Staat an seine Grenzen kommt, wie stark das Ehrenamt in unserer Gesellschaft ist. Davor können wir nur den Hut ziehen. Wir haben als Bund eine große Ehrenamtsorganisation, die dabei und auch bei vielen anderen Einsätzen eine hervorragende Rolle gespielt hat, nämlich das Technische Hilfswerk. Und wir haben uns deswegen bewusst entschlossen, nicht nur, aber auch vor den Erfahrungen des letzten Jahres beim Technischen Hilfswerk einen Schwerpunkt dieser Haushaltsberatungen zu setzen. Und wir investieren, lieber Präsident Stefan Mayer, in das Technische Hilfswerk, in ein Fahrzeugprogramm. 100 Millionen Euro für die Erneuerung des überalterten Fahrzeugbestandes des THWs. Wir starten eine Werbekampagne zur Gewinnung von Nachwuchs für das THW von Ehrenamt. Und wir stärken das Hauptamt um 150 Stellen, um gezielt die Ehrenamtlichen von Verwaltungsaufgaben zu entlasten. Von diesem Haushalt soll ein Signal ausgehen, dass wir das THW nicht nur in warnenden Worten und bei Weihnachtsfeiern preisen, sondern dass wir ganz konkret die Arbeit des THWs auch im Haushalt hiermit unterstützen. Verehrte Kolleginnen und Kollegen, wir haben in den letzten Jahren sehr viel im Innenhaushalt erreicht. Und ich könnte jetzt ehrlich gesagt auch eine ganze Stunde darüber sprechen. Aber ich verstehe, dass es zu den Regeln dieses Hauses gehört, dass auch andere zu Wort kommen wollen. Deswegen möchte ich am Ende nur noch einen einzigen Punkt machen. Dieser Haushalt ist ein Gemeinschaftswerk. Die Rolle der beiden Minister habe ich bereits erwähnt, aber hinter diesem Haushalt steht auch hier im Bundestag ein Team. Ganz wichtig, Martin Gerster, mein Koalitionspartner von der SPD, vielen Dank für deine Unterstützung. Ich möchte mich aber auch ganz herzlich bei der Opposition bedanken, namentlich bei Anja Heiduck von den Grünen und Roland Klaus von den Linken. Wir haben zwar nicht alles dem zugestimmt, was ihr uns vorgelegt habt, aber wir haben in den vergangenen 4 Jahren eine sehr vertrauensvolle und an der Sache orientierte Zusammenarbeit. Und darauf möchte ich mich ganz persönlich bei euch bedanken. Und noch habt ihr noch die Chance, ihr könnt dem Haushalt noch zustimmen. Überlegt es euch. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Das Wort hat die Kollegin.